Georg ist der Austausch da auch sehr angenehm und sehr professionell. Herzlich willkommen zum Hürdenberger Fußball Talk, die erste Ausgabe im neuen Jahr 2023 mit einem neuen Gesicht. Nicht neu in Köln, aber noch relativ neu bei der Viktoria. Herzlich willkommen, Alexander Bade. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Sehr gerne, vielen Dank fürs Kommen. Alex, wie fühlt es sich an, in deiner Heimat zu arbeiten? Du bist gebürtiger Berliner, bist aber inzwischen Kölner geworden, behaupte ich mal. Und kannst jetzt mehr oder weniger mit dem Fahrrad kommen. Wie fühlen sich die ersten Wochen an bei der Viktoria? Ja, wunderbar. Bis aufs letzte Spiel natürlich. Das war jetzt nicht so prickelnd, der Start. Aber ansonsten fühle ich mich sehr wohl und ich komme tatsächlich mit dem Fahrrad. Also ich wohne hier wirklich um die Ecke und kann die paar Meter wirklich mit dem Fahrrad fahren. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man direkt vor der Haustür arbeiten darf. Wie erlebst du die Viktoria, so wie du es erwartet hast? Du hast schon bei dem großen Verein in Köln gespielt und gecoacht. Wie erlebst du die Viktoria in diesen Tagen, in den ersten Wochen? Ja, im Prinzip so, wie ich es ja schon kennengelernt habe. Ich habe ja schon auch in der Vergangenheit häufiger mal Spiele gesehen und kenne ja auch die handelnden Personen schon etwas länger. Habe ja mit unserem Cheftrainer und auch mit unserem Sportvorstand schon zusammengespielt. Genauso wie die beiden mir das auch erzählt haben, habe ich den Verein jetzt auch erlebt. Es ist alles sehr familiär, aber trotzdem professionell und zielgerichtet. Und es ist einfach eine gute Atmosphäre, die im Moment hier in und um die Mannschaft herrscht. Kommen zu deinem Kerngebiet, Torwarttraining. Du hast drei spannende Torhüter in deiner Gruppe, zwei sehr junge, einen routinierten. Wie erlebst du die drei? Ja, auch das ist so, wie es mir angekündigt wurde. Das macht auch sehr viel Spaß. Das ist eine sehr engagierte Truppe, die sehr ehrgeizig ihren Trainingspensum absolviert. Die zwei Jungen, wie du es schon sagtest, sind natürlich sehr talentiert und wissbegierig. Und auch der Kevin als Elder Statesman, will ich mal sagen, der die Jungs auch so ein bisschen führen und pushen kann, spielt eine ganz wichtige Rolle in meinen Augen für die Gruppe und ist auch für die Homogenität in der Trainingsgruppe da sehr, sehr wichtig. Also das ist rundum eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Dein Vorgänger war auch selber aktiver, sehr prominenter Torwart auf hohem Niveau, so wie du selber, Georg Koch. Wie ist da der Austausch? Fachsimpelt ihr viel oder ist der Georg inzwischen zu tief in seinem neuen Teammanager-Job? Ja, der Job ist natürlich auch fordernd und er hat eine Menge zu tun. Aber klar, also das bleibt nicht aus, dass wir uns da auch austauschen und auch über die Torhüter uns unterhalten. Und er hat ja mit den Jungs jetzt auch lange gearbeitet und mir da ein bestelltes Feld hinterlassen. Von daher sprechen wir immer wieder, aber man spricht ja mit jedem hier seine Sätze. Und mit dem Georg ist der Austausch da auch sehr angenehm und sehr professionell. Du hast die Premiere schon angesprochen. Für Ben Vogel war es ein schwieriges bis undankbares Spiel auf dem nassen Rasen in Osnabrück. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war halt eine unnötige Niederlage, weil wir eigentlich fußballerisch in meinen Augen etwas besser waren als der Gegner, aber dann am Ende leider trotzdem verdient verloren haben, weil wir uns in so Kernaufgaben des Fußballspiels, da waren wir ein bisschen nachlässig. Und klar, die Platzbedingungen haben da eine Rolle gespielt, aber trotzdem, da müssen wir uns besser darauf einstellen und das haben wir leider an dem Tag nicht gemacht. Kleiner Schwenk ins Private, geboren in Berlin, sesshaft, behaupte ich mal, in Köln, Budapest gearbeitet, Wien gearbeitet. Bist du ein Großstadtmensch oder wie viel Großstadtmensch steckt in dir? Ja, gut, ich habe Zeit meines Lebens immer in der Stadt gewohnt, das ist schon richtig und auch in großen Städten. Aber jetzt der Typ, der jetzt zwingend 20 Restaurants braucht und ein großes Nachtleben, der bin ich nun auch nicht. Ich bin ja schon lange jetzt auch Familienvater und wir fühlen uns hier auf der Schelsig sehr wohl, ein bisschen abseits vom Trubel in der Kölner Innenstadt. Und sind froh, dass wir das ab und zu genießen können, das bisschen, was Köln da so bietet. Oder ein bisschen ist untertrieben, ist natürlich eine ganze Menge. Aber dass wir auch hier unsere Ruhe haben und fast im Grün wohnen.
Du hast nach dem FC noch einige Stationen mit Peter Stöger absolviert, der letzte Trainer vor Steffen Baumgart, der in Köln für richtig Europarty gesorgt hat. Wie eng ist da der Kontakt noch? Werden wir Stöcksi mal hier in Höhlberg begrüßen dürfen oder wie ist der Austausch da inzwischen? Ja, der ist weiterhin sehr eng. Klar, wir sind jetzt über mehrere Jahre immer zusammen gewesen und da hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Der Kontakt wird auch nicht abbrechen, selbst wenn wir dann weiterhin getrennte Wege gehen. Wir kommen gerne nach Wien zu Besuch immer wieder und der Peter kommt sicherlich auch ab und zu mal nach Köln. Ob das dann mit einem Spiel zusammentrifft, das werden wir sehen, aber er ist da sicherlich sehr interessiert dran, sich dann auch hier ein Spiel anzugucken, klar. Nächste Gelegenheit wäre schon am Freitag. Dein erstes Heimspiel hier im Sportpark Höhenberg gegen den 1. FC Saarbrücken. Abschließende Frage. Steigt die Vorfreude und wie groß ist das Kribbeln? Was erwartest du in Saarbrücken von deinem Torwart und von der Mannschaft? Ja, ich erwarte, dass wir uns natürlich steigern und wieder unsere Skills auf den Platz bringen, so wie wir das in der Vergangenheit, auf jeden Fall seitdem ich hier bin, immer getan haben. Und dann wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen. Und Saarbrücken hat natürlich einen ähnlichen Start jetzt wie wir gehabt. Die werden auch alles dran setzen, dass sich das Blatt wieder wendet. Und da erwarte ich ein sehr, sehr interessantes Spiel vor einer tollen Kulisse. Da es ja wohl anscheinend relativ voll wird, freue ich mich auf die schöne Atmosphäre hier im Höhenberger Sportpark. Da freuen wir uns gemeinsam auf ein tolles Flutlichtspiel. Sagen vielen Dank, Alex Bade. Bis Freitagabend. Dankeschön.